Lieber Horst, verehrter Herr Landrat Leider, lieber Harald, lieber Bezirksrat, Kittner Rosa, werte Weinprinzessin, sehr geehrter Herr Spiegel, Herr Scheuring, Vertreter der Presse, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zunächst möchte ich sagen, dass ich der Einladung zu dieser Ausstellungseröffnung, die mich auch wirklich persönlich sehr interessiert hat, deswegen habe ich auch vorher die Gelegenheit genutzt, ein bisschen durch die Reihen zu gehen, sehr, sehr gerne angenommen habe. Herr Lidl, der meiner Meinung nach sehr eindrucksvollen Ausstellung, was ich jetzt schon auch gesehen habe. Ich hätte gerne auch noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, vielleicht komme ich ja noch mal vorbei, mal schauen. Ist ja die Dorflinde Zeugin von Glaube und Aberglaube. Ein sehr interessanter Titel, der auch gleichzeitig viel Interpretationsspielraum lässt. Ich habe am Anfang noch gar nicht gewusst, in welche Richtung geht denn letztendlich die Ausstellung, habe dann mit Herrn Spiegel telefoniert und auf dem Bild konnte man es dann schon ein bisschen erkennen, da war ja die Hexe schon zu sehen. Also ich habe dann erfahren, es geht auch um das Thema Hexenverfolgung. Und diesen Aspekt deckt ja auch der Begriff Aberglaube ein bisschen ab, der ja auch die Hexerei symbolisiert. Im späten Mittelalter fanden in Mitteleuropa weit verbreitet Hexenverfolgungen statt. Das hatte mit dem damaligen Verständnis von Magie und Hexerei zu tun. Und in breiten Bevölkerungsschichten war es auch so, dass Unglück, wie beispielsweise auch schlechte Erntejahre, mit Magie verbunden wurden. Dies brachte man mit Personen, mit Hexen in Verbindung, die wiederum verfolgt wurden. Und diese Verfolgungen brachten, wir haben ja jetzt auch gerade schon die Bilder gesehen, die mich auch sehr geschockt haben, brachten vielen Frauen, aber auch Männern, auch ein Hexer war dabei, wirklich auch Leid. Ich habe dann ein Zitat mitgebracht von Bundeskanzlerin Merkel, die gesagt hat, wir vergessen nie, dass das Glück unseres Landes von der Geschichte der Europäischen Union nicht zu trennen ist. Das ist ein Zitat von Angela Merkel, das hat sie vor kurzem gesagt. Und das ist auch schon die Überleitung. Als Europaabgeordnete liegt es mir natürlich auch immer am Herzen, auch kurz über die Vorteile Europas nochmal zu sprechen und sie in Erinnerung zu rufen. Tatsächlich ist es so, dass der soziale und wirtschaftliche Erfolg in den letzten 60 Jahren auch maßgeblich auf die Europäische Union zurückzuführen ist. Sie ist Garant für Frieden und Freiheit. Das weiß Bundeskanzlerin Merkel auch ganz besonders zu schätzen. Sie hat, als sie Ratspräsidentin war, auch in uns Parlament eine Rede gehalten und hat gesagt, ich bin eigentlich noch gar nicht lang, da waren 17 oder 18 Jahre, bin eigentlich ein junges Mitglied dieser Europäischen Union, auch der BRD, weil es ja früher in der DDR war. Und ich weiß ein, was ganz besonders zu schätzen an dieser Europäischen Union, das sind die Freiheitsrechte, das sind die Grundrechte, für die wir auch eingestanden haben. Aus der reinen Wirtschaftsunion ist eine politische Union, eine Werteunion geworden und Europa ist oftmals auch die Antwort auf viele grenzüberschreitende Probleme. Wir müssen ansetzen hier mit Aufklärungsarbeit. Ein ganz guter Ansatz ist diese heutige Ausstellung. Die Ausstellung hier spiegeln und der historische Arbeitsplatz auch zusammen errichtet haben mit viel Kleinarbeit, ehrenamtlicher Arbeit. Und dafür möchte ich Ihnen ganz, ganz herzlich danken. Und ein guter Ansatz dafür wäre auch den europäischen Gedanken, bei dem Menschenrechte eine große Rolle spielen, nicht nur zu leben, sondern auch in andere Weltregionen hinauszutragen. So können wir es schaffen, das Leid der Menschen zu verringern. Jetzt wünsche ich Ihnen noch viel Spaß mit den Erklärungen, auch von Herrn Spiegel. Es ist wirklich für mich auch sehr interessant gewesen.